In Gelsenkirchen. Bei der Kirche. Ja, ich bin jetzt hier wieder aufgesettelt. Hier am Rheinkanal steht irgendwie so ein Riesenteil. Ich fahre hier über so eine kleine süße Brücke. Rechts abbiegen. Also nur damit ihr mal seht. Es regnet gar nicht so doll, aber ich bin jetzt komplett regengeschützt. Habe zwei Regenjacken an, habe meine Rikscha ein bisschen geschützt. Und ja, immer wieder kommt es zu Problemen, weil ich muss jetzt diesen Schotterweg hier runter und weiß nicht, ob ich darauf wirklich Bock habe. Ich muss auf jeden Fall die Hand wechseln. Die eine Hand wird, so geht ja nicht. Schlimmer wird, wenn meine Klamotten auch alle runterfallen. Aber nein. Hat alles ganz gut überstanden. Schwierig, schwierig, ich sag's euch. Solche Wege sind auch mit Rosi echt nicht einfach so zu handeln, weil du immer sehr viel über Rasen fahren musst. Und ja, was ist denn das für ein Weg? Kann mir doch keiner erzählen, dass das hier ein Weg ist. Und Dreirad erst recht nicht. Oh. Wie lange geht denn der jetzt? 400 Meter, okay, das schaffen wir. Ich habe echt Angst manchmal, hier fast umzukippen, obwohl ich ein Dreirad fahre. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich mach's mal anders. Das ist zwar noch unangenehmer wahrscheinlich. Ah ne, jetzt geht. Ist besser verteilt, auch wenn ich dann durch das hohe Gras muss. Das ist mitten auf dem Feld hier. Das ist nichts, nothing. Aber es ist ein Weg. Voll gut zu wissen. Noch 300 Meter. Ich hoffe, dass dann ein richtiger Weg kommt und es ablöst. Aber ich bezweifle es hier. Das ist ganz ehrlich, da habe ich jetzt schon das Pad verloren. Das war klar. Das passiert aber auch noch mal wieder, weil das Gepäckstück einfach runterfällt. Normalerweise hänge ich das immer da dran und das ist runtergekommen und deswegen ist es rausgefallen. Sehr schön. Gut zu wissen. Aber ja, ich bin hier nirgendwo. Wie gesagt, dieses Ding ist da hinten. Viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Ja, das wird super. Das wird spaßig. So, ich habe wieder einen normalen Weg. Ich bin happy. Es war eben gerade ein toller Anfang. Aber jetzt ist hier schön am Rhein. Richtig geile Location. Netter Fahrweg. Damit kann ich leben und arbeiten. Nur eine halbe Ewigkeit bis nach Münster. Aber ja, wenn ich das schaffe, bin ich schon ziemlich stolz auf mich. Gestern habe ich 50 geschafft. Dann wäre das 70. Bescheid gegeben, dass ich da übernachten kann. Und die Adresse auch vor allen Dingen. Also es war auch mir ganz wichtig, dass ich direkt dahin fahren kann. Und das tue ich jetzt. Und das fühlt sich richtig gut an, wenn man weiß, man kann abends irgendwo bleiben. Und muss nicht erst was suchen. Jetzt wieder aufgehört zu regnen. Ich lasse den Regenschutz aber heute auf jeden Fall trotzdem dran. Aber ich werde mir die Jacken gleich mal austrecken. Weil das ist mir ein bisschen zu warm. Ich habe ja auch zwei Regenjacken sicherheitshalber gleich angezogen. Weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass eine Regenjacke nach ein paar Stunden durch ist. Da habe ich den guten Trick von meiner guten Freundin Nina bekommen, vielleicht einfach zwei Jacken anzuziehen beieinander. Und das werde ich jetzt auch machen. Erstmal Resümee, Regen ist noch nicht schlimm, kann man mit gut arbeiten. Kilometer machen mir Angst, genauso wie das da eben halt gesagt wurde, dass es eine Erhöhung ist, also sehr viele Steigungen dabei sein sollen. Hier ist alles dicht. Ich kann nicht knicken. Hier kommt es weiter. Hier ist die Treppe. Das ist alles andere als cool. Wie man sieht, bin ich da ziemlich genervt. Leider konnte man das Mikrofon auch nicht richtig verstehen. Und ich hatte Musik an und aus diesen Gründen dachte ich mir, ich erkläre euch ein bisschen, worüber ich mich aufrege. So, ich habe eine halbe Stunde umsonst hingenommen an den Weg. Und das hat mich schon ziemlich ärgerlich gemacht. Und ihr werdet auch gleich am Weg sehen, dass es ziemlich, ziemlich lang war. Also es ziemlich lange gedauert hat, bis ich wieder zurück war. Und das
kostete mich alle Zeit und Kilometer, die ich vom Akku nicht hatte. Ja, es war schwierig. Ich musste wirklich lange fahren und ich hatte auch Angst, nochmal über diesen Feldweg zu müssen und war mir nicht sicher, ob der Weg jetzt nun so stabil bleiben würde. Das war auch noch ein Grund, der mich auf jeden Fall daran zweifeln ließ, dass es eine gute Idee ist. Doch die Vorfreude auf meine heutige abendliche Nachtstätte und der Weg haben mich sehr schnell wieder entschädigt. Auch wenn ich natürlich darüber ein bisschen verliebt war, dass es alles wieder mal länger dauerte, als ich eigentlich wollte. Im Übrigen wollte ich euch die Band The Hoop Club und featuring Jane Lyne gerne vorstellen mit dem Lied Spread Your Wings, was ihr gerade hört. Ich habe es benutzt, um die Fahrt ein bisschen aufzupeppen, weil sie doch relativ lang ging. Ich hoffe, euch gefällt die Musik und danke natürlich Jane dafür, dass sie die zur Verfügung gestellt hat, den Song Spread Your Wings. Lasst auch da auf jeden Fall Liebe da und guckt mal über Web, wo ihr sie findet, über Spotify etc. Aber auch trotz des schönen Weges war es doch sehr mäßig und die Schwierigkeiten häufig. Es machte mir ein bisschen Gedanken, ob ich jetzt die ganze Sache vielleicht doch lieber abladen sollte, wo ich noch in der Nähe bin. Doch versuchte ich mir immer wieder zu sagen, mein Mind ist mein Master. Ich kann nur gut das schaffen, wenn ich auch versuche, meinen Kopf weiterhin positiv zu behalten. Und trotzdem ich irgendwie diese schlechten Gedanken bei mir aufkamen, versuchte ich wirklich zu denken, das habe ich jetzt aber auch schon geschafft, wie weit bin ich schon gekommen? Und sollte ich nicht auf jeden Fall weitermachen? Schließlich war ja auch der Weg das Ziel. Wie ihr dort seht, versuche ich erbärmlicherweise irgendwie den Berg hochzukommen. Aber ich scheitere schon relativ früh an den ersten Hügel und meine Räder liegen durch bzw. sind durchgedreht, dadurch, dass sie keinen Griff hatten. Ich musste also schieben, ich musste absteigen und musste auf den Startmotor machen. Es ging eigentlich einigermaßen gut, sobald ich dann eben halt runter war von der Hügel. Ja, ich versuche jetzt einfach durchzukommen. Sind jetzt noch 60 Kilometer. Das heißt, 14 habe ich schon geschafft oder so. Ja. Bin noch gut gelaunt. Noch trocken unter den Regensachen. Also, alles noch gut. Auch der Akku läuft noch. Ich werde jetzt hier, wo ich jetzt auf dem Berg angekommen bin, eine Pause machen. Und das ist auf jeden Fall ein guter Rat, den ich euch gebe. Macht erst Pause, wenn ihr oben seid. Das ist auf jeden Fall ein guter Rat. Macht erst Pause, wenn ihr oben seid. Weil sonst ist es ein Hustle. Klamotten sind halbwegs trocken. Nur mal checken, ob das alles gut hält, was ich hier so fabriziert habe. Ja. Mein Setup, dass das noch gut hält. Das ist eine gute Sache. Und hier auch hinten immer mal checken, weil es regnet natürlich auch hier rein. Und ich weigere mich aber noch, das Ding zuzumachen. Aber es ist eigentlich Schwachsinn, weil es wäre eigentlich viel safer. Aber es ist, ich guess, Schwachsinn. Ich habe doch gerade eh schon was vor. Also mache ich es doch lose. Ja, doch, ich werde es lose machen. Ich werde es jetzt hier einmal runter machen. Dann ist es safe. Auf jeden Fall, dann ist es von vorne und hinten gesichert. Egal wie es regnet. Und ich schaffe das. Egal wie viel Widerstand, Windwiderstand sich dadurch ergibt. Ja, ich bin gespannt. Aber ich versuche mich, wie gesagt, optimistisch zu halten. Es gibt auch immer wieder schöne Momente,
wenn ich runterfahre oder so, ich so denke, ja, ist schon geil. Und noch mehr fest. So, jetzt ist es fest hier. Ich bin mega dankbar, Charlie Courage, dafür, dass sie ihre gesamte Diskografie mir geschickt hat und ich eigentlich alles verwenden darf. Dann. Ich habe erstmal zwei rausgesucht für heute. Nach 300 ich hoffe, sie gefallen euch. Wir gucken noch bei Charlie mal vorbei. Dritter Tag. Ihr seht, dass die Wolken über uns versprechen nichts Gutes. Aber ich gebe mir Mühe, noch ist trocken. Und ich bin auch nur 65 Kilometer von meinem Ziel entfernt. Was soll's? Gute Laune, weil es trocken ist. Ich freue mich. Ich habe mich jetzt schon wieder angeschlossen hier alles, damit ich irgendwie Strom bekomme. Es geht man dann ganz schnell immer weg, wenn man so viel filmt. Aber heute filme ich mal, weil gestern war ich auch, also es ist wirklich viele Eindrücke. Ich würde gerne eigentlich oft mehr filmen. Aber ich habe dann, denke dann so, ja, jetzt müsste ich dann das rausholen, dann muss ich das machen. Es hält schon sehr auf, das Film. Deswegen, ja, verzeiht mir, wenn ich das noch nicht so gut im Griff habe. Ich besser, richtig, ich werde da dran arbeiten. In der Zivilisation. Was mir heute nicht wirklich viel bringt, weil heute der Tag der Deutschen Einheit ist. Super, ne? So, jetzt bin ich auf jeden Fall zu. Hinten auch dicht gemacht. Und jetzt hoffen wir darauf, dass es alles gut geht. Regen kommt nämlich jetzt. Ich will jetzt Recklinghausen. Ich hab's erreicht. Letzte Stadt. Ich war jetzt schon in Herten. War jetzt nicht so spektakulär, muss ich zugeben. Und jetzt gleich einen Berg hoch. Jetzt muss ich wieder. Erstmal mit Starthilfe helfen. So. Ich freue mich. Recklinghausen. Ich wollte es eigentlich meiden. Irgendwie habe ich es jetzt nicht gemieden, weil ich muss ja nach Münster weiter und auch in den Osten sowieso. Ich wollte es eigentlich grobräumig meiden. Aber jetzt haben wir den Salat. Zum Glück gibt es Tankstellen. Weil momentan ist echt ziemlich tote Hose überall. Das nennt sich hier Allee des Wandels. Und ja, gefällt mir ganz gut hier als Bauernhaus da hinten. So, Situation. Ich stehe jetzt hier vor dem. Ich weiß nicht, wo ich hier vorbei soll. Ich glaube, am ehesten könnte ich da vorbei, aber ich werde sie schieben, weil es bringt nichts. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich 16 Minuten Umweg fahren und das will ich nicht. Also, ich habe es geschafft! Ich habe das Hindernis geschafft da hinten. Wir haben es durchbekommen. Ich freue mich, dass ich das geschafft habe, dass ich jetzt bis Recklinghausen schon bin. Und ja, noch 3 Stunden vor mir, sagt mir der Navi, aber ich rechne noch mit mehr. Ich rechne locker mit mehr. Also deswegen, ich fahre mal ganz vorsichtig los. Ich habe jetzt langsam auch Hunger. Und mal, ist noch nicht mal 2. Also ich bin richtig gut in der Zeit heute. Diesen Ausblick hier hinten noch mal an. Ich muss mal rauszoomen. Wunderschön.
Da hinten ist die Brücke. Gerade bei Lüdinghausen war ich eigentlich schon so häufig vorbeigefahren, aber ich wusste nie, wie schön es eigentlich aussah. Und das war ja eigentlich der Grund, warum ich diese Reise machte. Damit ich sah, wie die Orte aussahen von innen. Mega lieblich. Und nicht nur von der Autobahn aus. Gerne wäre ich da noch etwas verblieben und hätte gerne mir eine gute Pizza irgendwas in der Nähe gegönnt. Aber da Ruhetag war, bekam ich auch dort keine Pizza. So, ich habe mir jetzt hier einen Apfel von diesem Baum hier vorne, voller Äpfel, gepflückt. Aber es kann echt nicht, also schwer daran. Ich bin da ziemlich hochgeklettert. Ich wollte unbedingt einen Apfel haben. Havik-Vitamine. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich bin noch 20 Kilometer entfernt von Münster. 25 vielleicht im Höchstfalle. Irgendwie so dazwischen. Über diesen Sonnenuntergang. Das sieht man leider gar nicht. Ist auf jeden Fall sehr schön gerade noch. Auf den letzten Metern geworden. Und ja, ich fahre weiter bis nach Münster. Es ist Ruhe, ganz, ganz viel Ruhe. Ruhe in meinem Kopf, Ruhe in meiner Sicht, weil ich so weit gucken kann. Voll gut. Ein Geschenk der Götter. Die Sonne will mir sagen, dass sie mich nicht vergessen hat. Sich nur ein bisschen versteckt hinter dem Regenwolken. So ein schönes, schönes Wetter. So ein gutes Wetter jetzt nochmal am Ende. Das tut mir richtig, richtig gut. Ein schöner Sonnenuntergang. Ich muss sagen, es geht mir wirklich gut mit dem Fahrradfahren. Ja, aber das ist irgendwie nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, am dritten Tag wird es schlimmer. Geht aber noch. Ich muss ab und zu mal ein bisschen öfter die Position wechseln als sonst. Aber mir geht's gut. Mir geht's so gut. Guckt euch diesen Sonnenuntergang an. Juhu! Also nicht mehr lange und ich habe Unterschlupf, Strom. Alles, was ich so brauche, und ich hoffe, ich finde da noch ein bisschen zu essen. Ich bin gespannt. Insbesondere wollte ich mich in dieser Folge auch nochmal bei euch allen bedanken, die Interesse und so viel Freude für meinen Vlog gefunden haben. Ich habe jetzt schon von einigen Seiten gehört, dass es euch gut gefällt. Und das freut mich natürlich außerordentlich. Und ein bisschen umgebautes. Und Pferdemist. Es riecht nach Pferdemist ein bisschen, aber es ist okay. Damit kann ich leben. So schön. 18, 19 Kilometer noch. Irgendwie habe ich es gleich auch geschafft. Ich freue mich. Als ich hier gerade vorbeifuhr, habe ich das gesehen. Schaut euch diese wunderschönen Äpfel an. Ich weiß, es ist ja eigentlich, glaube ich, ein Privatgrundstück. Aber ich werde mal jetzt frei sein und mir hier eins. Und weg ist der. Und da hinten ist noch so ein kleiner Süßer, der sieht so richtig schinkig aus. Den glaube ich mir auch noch. Ich stehe auf kleine rote Äpfel. Die finde ich mega gut. Jetzt habe ich mir noch einen Apfel geklaut. Ich muss ja auch irgendwie überleben, ne? Ich kann ja nicht nur Kilometer fahren, ohne was zu essen. So schön hier. Mega, mega schön einfach. 19 Kilometer und jetzt geht gleich die Sonne unter, deswegen muss ich mich jetzt echt beeilen. So, ich habe jetzt schon wieder das Problem, dass es hier abgesperrt ist.
Ich soll da eigentlich durch, aber es geht nicht. Steht da ja eigentlich auch Fahrrad aufgepasst, so ungefähr. Ich weiß es nicht. Oh, Grashüpfer, springen. Du bist doch auch irgendwie raufgesprungen, also musst du auch abspringen können. Hm? Willst du mir ein bisschen Gesellschaft leisten? Hm? Das sieht man vielleicht schlecht, aber da ist ein Grashüpfer. Der hat sich einfach so eben gerade bei mir niedergelassen. Jetzt ist es nicht mehr weit. Ich glaube noch 10 Kilometer oder so. Dann habe ich es endlich geschafft. Jetzt mein Einlauf quasi mit die letzten Meter. Dann habe ich es geschafft. 77 Kilometer heute an einem Tag. Ja, 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 ja. Ich habe es geschafft. Ich bin recht stolz auf mich. Ich bin sehr gespannt jetzt auf die One-Night-Tent-Leute. Es wird jetzt spannend. Ich kann stellen kann, das ist ja sowas von nett von euch. Also, dass ich jetzt in der Garage stehen kann, ist ja mega. So, wir sind mega nett aufgenommen worden hier. Wie man sieht, steht Rosi sogar in der Garage. Ja. Sogar in der Garage geschützt. So lieb waren die, dass sie ihr Auto rausgestellt haben, damit meine Rosi da stehen kann. Ist das nicht lieb? Hier lädt alles. Alle meine ganzen kleinen Aufladesachen werden jetzt alle hier gerade geladen. Und ja, genauso wie die Akkus. Ich durfte netterweise hier sämtliche Elektroanschlüsse verbauen. Habe jetzt heute noch mal ein paar Anfragen rausgeschickt für One Night Tent. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde jetzt gleich ins Schlafen gehen. In mein Zelt. Ich kann euch auch gleich noch mal das Zelt zeigen in Ruhe. Das habe ich nämlich jetzt alles aufgebaut. Ich bin ganz stolz eigentlich darauf, wie es geworden ist. Und man hat mir netterweise so so eine Matratze drunter gelegt und das ist jetzt bestimmt mega bequem in einem Zelt. Also ich freue mich da schon gleich drauf. Entscheidet sich das ja auch morgen damit, dass einer von den Leuten mir schreibt. Dann habe ich schon wieder eine Adresse, wo ich ihm halt nicht hinbegeben kann. Das würde es auf jeden Fall sehr, sehr viel einfacher machen. Ja, wie war der Tag? Durchwachsen. Anstrengend, 77 Kilometer ist schon eine harte Nummer. Ich habe es geschafft, das bin ich sehr, 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 sehr stolz drüber, dass ich es mit ihr hier gerissen habe. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf die Nacht gespannt, ob ich das gut durchhalte. Die waren so lieb und haben auch die Tür offen gelassen und haben gesagt, so, du kannst auch jederzeit auf dem Sofa dich einfach hinpacken und schlafen. Ich möchte aber eigentlich die nicht stören, groß. Und es reicht mir schon. Das, was ich alles an Gastfreundschaft und Liebe hier bekommen habe, war schon echt mehr als genug. Ich hoffe, dass die Aufnahmen auch einigermaßen was geworden sind von dieser einen kleinen Kamera, weil die macht mir ein bisschen Sorgen. Weiß ich auch nicht. Irgendwie macht die mir Probleme hier. Ich habe die auch geschenkt gekriegt. Macht echt gute Aufnahmen für so eine kleine Kamera. Vielleicht mal eine neue Akku kaufen. So, sieht das nicht super aus? Ich habe hier eine Matratze unterbekommen. Dann habe ich meine eigene Matratze hier noch drunter. Mein Schlafsack, meine Decke. Mehr brauche ich doch nicht. Mein Setup. Das Zelt aufbauen sah bestimmt nicht gekonnt aus, aber ich habe es hingekriegt. Ich freue mich schon so. Ich echt kaputt. Okay, und 77 Kilometer, echt prima. Schaffbar. Ich habe schon mein ganzes Zelt und alles abgebaut. Und dann, ja, dann werde ich packen, tschüss sagen und starten. Das ist einfach mega gut. Wir haben mir was zu essen gegeben. Die waren nett zu mir, super. Bisschen Zeit verloren heute, weil ich habe meine Bremse. Wieder zurück, weil ich habe Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Ich war jetzt einfach bei der Autowerkstatt und die konnten mir glücklicherweise helfen und haben mir auch noch weiterhin geholfen, indem sie einfach
auf meine Sachen kurz mal aufgepasst haben, dass ich zum Baumarkt gehen konnte und mir einen Tuch. Ich bin unterwegs, jetzt auf dem Weg nach Osnabrück, nach Haste. Ich hab die Anfragen gestern rausgeschickt und heute Morgen hat sich endlich jemand gemeldet. Und ich konnte jetzt, kann jetzt einfach weiterfahren. Also ich kann jetzt wieder eine Richtung, bin in 7 bis 8 Stunden, denke ich mal, da. Voll gut, sind moderate Steigungen nur. Also heute schönes Wetter vor allen Dingen. Wort soll's. Ich